Das ist 4 Halterungen. Ich weiß nicht, wie viele Halterungen das sind. Das sehe ich dann, wenn ich oben bin. Aber das sind ein paar Halterungen, ja. Da war auf jeden Fall eine Querstrebe und so Scherze. Gucken wir mal. Wir müssen jetzt erstmal hinkommen und dann können wir uns Gedanken drum machen, wie wir die wegkriegen. Aha. Tschö. Atishike Gyukum aus Timi. Das größte Geheimnis? Was für ein Geheimnis? Los. Wie wär's, wenn wir da lang weitergehen? Warum nicht? Warum gehen wir nicht da weiter? Warum guckst du in den Abgrund? Da ist doch nichts mehr. Wir wollen doch hoch zum Turm, oder nicht? Also so... Wow, wir sind ja fast schon oben. What? Oh ne, warte mal, da geht's noch ein bisschen hoch. Okay. Na komm, jetzt dreh dich und dann gehen wir darüber. What the fuck? Warum machst du nichts? Was ist los, Draco? Er macht halt gerade gar nichts. Er dreht sich nicht. Ich meine, der Weg sieht so aus, als ob wir da jetzt lang springen, oder sehe ich das falsch? Wer kommt da lang? Ich weiß, dass er sich nicht drehen kann, aber dann müsste ich immer zumindest sagen können, geradeaus. Mach kaputt. Hier.
Ist halt komisch, dass es immer die Stellen sind, wo ich mit ihm interagieren muss, wo nichts funktioniert. Na, wenigstens kann er. Was willst du von mir spielen? Ach. Jetzt plötzlich. Warum? Nein, er hat einfach literally den Command nicht genommen. Das ist alles. Manchmal nimmt er einfach keine Commands. Ich weiß nicht warum. Passiert halt. Ja, da ist wieder ein Spiegel, ne? Das heißt, du hast wieder Schiss, oder? Ah, das sieht so aus, ob du Schiss hast. Ja, ist okay. Ich gehe ja schon den Spiegel aus dem Weg räumen. Ich gehe ja schon. Okay, die Scherben kann ich nicht aufheben. Ich wollte die Scherben aufheben und quasi. Ach, jetzt kommt schon wieder so eine Passage. Ist es. Wir gehen zusammen da lang. Er guckt mich nur doof an. Ist es. Du fängst mich? Das ist gar nichts. Okay. Ich räume ja schon für dich auf. Ich brauch dich, Michikachi. Ich buck dir. Ohne dich komme ich hier nicht weiter. Ich kann aber wahrscheinlich rüberspringen und hochklettern. Ja, kann ich. Moment. Kann ich nicht einfach hier droppen? Ja. What? Das war weird. So. Okay. Was? Das Ding ist halt, ich glaube nicht, dass die Lösung die Basen sind, weil, wenn du mal guckst. Es gibt hier, die Ecke da ist definitiv zum Festhalten gedacht. Da unten gibt es auch so eine Ecke. Ich muss, glaube ich, einfach versuchen, nicht da dran zu springen, sondern einfach direkt da unten reinzuspringen. Dann kann ich an seinem Schwanz hochklettern. Versuch die Scherben mit den Vasen kaputt zu machen. Habe ich schon probiert. Also draufdroppen kann ich die nicht, draufwerfen vielleicht. Nee, er schmeißt sie automatisch runter, obwohl ich in die Richtung der Scherbe gedrückt habe, Alter.
Kann ich Scherben halt auch nicht aufheben. Ne. Nichts, was ich aufheben kann, ist das hier. Und Scherben sind nicht das Problem. Das wäre das erste Mal, dass er mit Scherben ein Problem hat. Er ist schon mehrfach durch zertrümmerte Augen durchgelatscht. Von daher glaube ich nicht, dass Scherben das Problem sind. Ich glaube nicht mal, dass die Scherben jetzt zertrümmerbar sind. Let's see. Nö. Über dem Brett auf den Vorsatz des Throns und da dann an dem Dings raus. Ja, wie gesagt, das ist auch das, was ich denke. Ja, die Scherben sind nicht mal kaputtbar. Meine Idee war halt, wie, Migi schrieb, hier auf diesen Vorsatz, dann dahin springen und dann an seinem Schwanz hochklettern. Dann muss ich nur den Jump nailen. Aber er hält sich hier nicht fest. Und das verstehe ich nicht. Er hält sich an Kanten fest, wo ich nicht mal gedacht habe, dass es Kanten sind. Aber nicht an diesem blöden kleinen Hausvorsprung da unten. Das ist das, was mir nicht reingeht. Ich meine da, genau da. Du siehst den Schwanz durch dieses blöde Ding. Aber du kannst da nicht sehen, ruhig. Das ist weird. Und ich habe das Gefühl, manchmal ist es Glück, welche Kanten du grabst und welche nicht. Weil ich nicht nach oben kann. Ich kann nicht nach oben. Ja, jetzt geht er nicht mal... Frustrierend. Aha. Er kann da nicht hoch. Du kannst lit... Oh mein Gott, das ist dumm. Der. Das ganze Spiel ist so ausgelegt, dass du dich quasi mit diesem Wesen durchkämpfst. Es ist, ja, quasi ein Nachfolger zu Aiko. An Aiko hast du quasi die ganze Zeit ein Mädchen an deiner Hand gehalten, wo du quasi die ganze Zeit, ich glaube L1 warst, musstest du quasi halten und hast sie quasi an der Hand durch die Gegend gezogen. Das war super ähnlich. War ein fucking 10 out of 10 Game. Und das hier fühlt sich super ähnlich an. Chill Vase. So, ich springe jetzt einfach von hier aus nach da. Gucken, wo er sich festhält. Wieder hier. Okay. Das heißt, diesmal gehe ich einfach nach hier. Das ist so bescheuert, weil ich dachte eigentlich, du gehst hier rein und gehst dann von hier aus dem Schwanz hoch. Ist halt super merkwürdig. Ist halt... Ich will nicht sagen doof, aber es fühlt sich weird an. Warum gehst du jetzt nicht vorwärts? Hast du wieder den Command nicht verstanden? Ich spamme jetzt so lange, bis du den machst. Are you fucking kidding me? Geradeaus. Warum willst du nicht? Warum denn? Möchtest du springen?
Ist ja gut, ich streichel dich ja schon. Geht's dir jetzt besser? Du siehst deprimiert aus. Was kann ich für dich tun? Soll ich den Schokoladeneis kaufen? Hast du schon wieder irgendwo irgendwelche Speere hängen? Nicht, dass ich sie sehen würde. Wir müssen halt weiter. Wir können doch nicht hier ewig auf dem Ding sitzen bleiben. Was schön. Warum machst du gerade nichts? Ich habe, glaube ich, alle Kommandos durch. Zurück! Du willst nicht zurück. What the? Hallo. Das klang nicht jugendfrei. Warum machst du gar nichts? Nee, das ist keine Testversion. Das ist die ganz normale PSN-Version. Er macht halt nichts. Und ich habe gerade absolut keine Ahnung, was nicht stimmen könnte. Die Scherben kann ich nicht wegräumen. Ich kann sie nicht zerstören. Nichts. Hierhin zurückzukommen war ein Akt. Vielleicht, weil die Vasen. Ich schwöre, wenn ich jetzt die Vasen aus dem Weg räumen muss, ne? Hast du ein Vasenproblem? Hast du jetzt auch schon Angst vor Vasen? Okay, pass auf, wir räumen die Vasen weg. Okay, das wird immer lustiger. Warum bin ich jetzt hier? Was? Zur Hölle. Wie zur Hölle? Warum zur Hölle? Hölle, Hölle. Ich gehöre hier definitiv nicht hin. Aber gut zu wissen, dass man sich hier festhält. Wo soll ich denn? Okay, ich will was probieren, wenn das geht, ne? Ne, hier kann ich mich nicht. I'm so done. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal Folgendes. Anwendung schließen. Auf Updates prüfen? Nein, das ist die neueste Version. Cool. Ha. Fühlt sich aber nicht an wie die neueste Version.
Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Mein Gott, der braucht halt ewig zum Laden. Okay, da der gerade ewig zum Laden braucht, mal irgendwo spicken. Ich weiß nicht, wo willst du denn spicken? Das Game ist seit gestern draußen und ich kenne noch niemanden, der es durch hat. Einfach nochmal versuchen ohne Vasen. Ja, definitiv ohne Vasen halte ich auch für eine gute Idee. Achso, das ist der Ladescreen. Jetzt checke ich das erst. Das ist der Ladescreen. Ich dachte gerade schon wieder, das ist das Intro, aber. Oh, das ist das Intro und er hat unseren Spielstand nicht gespeichert. Wer weiß. Ja, willst du? Das Problem ist, ich wüsste nicht mal, wie ich die Stelle beschreiben sollte. Das ist halt mein Hauptproblem. Ich wüsste literally nicht, wie ich diese Stelle hier beschreiben sollte, um die zu googeln. Das kann ich nicht aufheben. Das da kann ich aufheben. Ich schwöre, wenn du jetzt echt nicht hier draufgegangen bist wegen den Vasen, klatsche ich dir eine, ne? Just saying. Es sind echt die Vasen. Er reagiert auf die Vasen und ich weiß nicht wieso. Guck mal, ich habe aufgeräumt. Dann weggucken, ob hier noch eine Vase liegt, ich schwöre. Wenn es jetzt echt an den Vasen lag. Also ich werde definitiv jetzt nicht nachgucken nach irgendeiner Komplettlösung. Ich bin eher ein Typ, der selber spielt. Ist halt so. Ich spoil mich zwar schon mal gern an irgendwelchen Stellen, die ultra massiv frustrierend sind. Aber das hier hält sich... What the fuck machst du? Hält sich noch in Grenzen. Ich habe eher das Gefühl, dass irgendwas buggy ist als alles andere. Ach, jetzt plötzlich kann er sich... I'm so done. Komisch, nach dem Restart kann er sich plötzlich hier festhalten. Was ist das denn? Das ist ja äußerst kurios. So, Buddy. Was hältst du davon? Wir gehen da lang. Findest du nicht so cool? Warum willst du nicht da lang? Erkläre es mir, hm? Wo ist dein Problem?
Ich ziehe jetzt extra mit der Kamera auf den Pillar da. Stück weiter links zielen. Auch nicht. Trico ist auch eigentlich super. Ich mag das Vieh eigentlich total. Aber es ist in solchen Passagen, wo es ultra frustrierend ist. Das Problem ist, ich weiß zum Beispiel gerade nicht, ob er den Jump-Command, den ich ihm gerade gegeben hat, genommen hat. Aber er bewegt sich einfach nicht von dem Ding hier runter. Naja, auf die Vasen hat er reagiert. Ich wüsste halt nicht, was ich mit den Vasen machen soll, um ihn darüber zu kriegen. Besonders, weil ich jetzt keine Vasen mehr habe. Ich kann nicht vorgehen. Ich kann nicht da zur Seite gehen. Sag jetzt nicht, du musst ihm am Brettende rufen. Glaub's nicht. Und ich bin tot. Wie deppert ist das denn? So sehr ich dieses Spiel bisher mag, ne? Oh mein Gott, du musst echt alles filmen. So sehe ich dieses Spiel mag. Und jetzt, nachdem ich es gesehen habe, ist das nicht auch eine E3-Trailer-Passage? Ich glaube, das ist auch eine E3-Trailer-Passage. Es sind komischerweise bisher die beiden E3-Trailer-Passagen, die totaler Bullshit waren. Kannst du am Ende nicht rüberspringen. Ich muss wahrscheinlich an den Rand springen. Das ist nicht das Problem, aber es ist halt deppert. Oh, Sturmhundeste, das ist nicht mal ansatzweise salty. Hättest du mal miterleben müssen, wie ich den Dark Souls 3 DLC gespielt habe. So diese dumm dämlichen scheiß Mühlenritter. Aber guck mal, er hat doch gar kein Vasenproblem. Ihm sind die Vasen scheißegal. Fick die Vasen. Schön. Ich wollte mich an ihm festhalten, er hat sich gedreht und mich einfach so, geh weg. Schön. Ich habe kein starkes Nervenkostüm, ne. Sonst hätte ich Wings of Wien nicht gequittet.